Ho und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, heute ist Mittwoch und ich bin heute irgendwie total happy. Ich weiß jetzt auch nicht, woran es liegt, aber gut. Eigentlich fallen mir gerade 10, 20 Sachen auf die Schnelle ein, wegen denen ich eigentlich nicht happy sein sollte. Und meine Mom fühlt sich heute auch nicht so gut. Die hatte irgendeine Untersuchung, ich weiß nicht, um was es ging, aber schreibt ihr doch in die Kommentare ein gutes Besten. Eine gute Besserung, also ein gutes Besserung wäre jetzt grammatisch falsch gewesen, entschuldigt. Naja, was ich auf jeden Fall euch erzählen wollte ist, ich möchte heute mit euch über das Thema Veränderung reden. Ich weiß, das Thema habe ich öfters, aber es gibt so Themen, da kann man einfach endlos drüber reden. Und Veränderung, finde ich, ist eins davon. Und heute möchte ich mit euch vor allem über das Thema innere Veränderung reden. Und ja, deswegen dachte ich, ich fange jetzt einfach mal an und erzähle euch nämlich Folgendes. Ich habe in letzter Zeit für mich festgestellt, dass ich mich innerhalb 2016, also als ich jetzt einfach mal so wirklich zurückgeblickt habe, habe ich mich extrem verändert. Und ich hätte es jetzt nicht selbst gedacht, dass es so möglich ist. Und ich habe es auch selbst sehr wenig bemerkt. Ich muss sogar zugeben, ich habe es gar nicht bemerkt. Also Ich bin durch 2016 gelatscht und so im Juni, Juli hatte ich irgendwann mal so das Gefühl, mir fliegt die Decke auf den Kopf, weil irgendwie alles sich so anders angefühlt hat. Mein ganzes Leben hat sich plötzlich so anders angefühlt. Und eins der Teile, die sich verändert haben, war eindeutig auch meine Frisur. Ich lasse mir gerade die Haare wachsen und inzwischen, vielleicht sieht man es jetzt schon ab, jetzt weiß ich nicht, so ein bisschen anstelle. Naja, auf jeden Fall, ich kann mir da hinten schon einen Zopf machen. Und ein anderes Ding, das sich verändert hat, ist, ich bin von mir aus anders geworden. Ich weiß jetzt nicht, wie man das am besten beschreibt, aber ich war früher ein Mensch, der tendenziell immer nur das Negative überall gesehen hat. Ich habe immer versucht, ich fand immer alles furchtbar und ich hatte vor allem auch sehr oft das Gefühl, dass die ganze Welt mich nicht leiden kann. Also es war so dieses, nicht weil ich irgendwie so einen Grund hatte, weil irgendwie alle fies waren oder weil alles irgendwie unmöglich war, sondern einfach, weil ich im Grunde mich selbst nicht gemocht habe. Und wenn man sich selbst nicht mag, kann man auch nicht merken, dass einen andere mögen. Und das ist irgendwie so richtig komisch gewesen. Ich war auch manchmal so richtig, oh, nicht schon wieder diese Welt, nicht schon wieder heute ich. Und es war einfach so, es war komisch. Ich war sehr oft richtig, ich will nicht sagen, deprimiert. Aber ja, schon irgendwie so ein bisschen kann man das so sagen. Und vor allem, ich hatte auch oft das Gefühl, ich habe überhaupt nichts zu tun. Ich hatte so viele Sorgen wegen der Zukunft, so, ich mache ja nichts, ich tue ja irgendwie überhaupt gar nichts, ich bin ja eigentlich im Prinzip jemand, ich schaffe es ja nicht mal irgendwie irgendwas regelmäßig zu machen. Und ja, und dann Anfang 2015, Ende 2015, so im September, habe ich dann angefangen mit diesem YouTube. Und irgendwie muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es jetzt kommt, aber ich habe mich innerhalb dieses, einem Jahr und ein bisschen mehr, also in diesen 2 Jahren, in denen ich jetzt hier bei YouTube bin, es ist jetzt mein zweites Jahr, also das zweite Jahr ist noch nicht komplett vorbei, aber man kann es ja schon mal so zusammenfassen. Aber innerhalb dieser Zeit habe ich mich so verändert, es ist mir erst gar nicht aufgefallen. Ich bin erstmal sehr viel optimistischer geworden. Ich habe viel mehr Lebensfreude. Ich habe nicht mehr diese großen Zukunftsängste nach dem Motto, was mache ich, was tue ich? Ich bin einfach irgendwie mehr so dieses, ich lasse mal einfach alles auf mich zukommen geworden. Ich bin jetzt nicht mehr so dieser furchtbar negative Mensch. Ich bin wirklich so richtig, also vor ein paar Wochen bin ich aufgewacht und habe mir so, bin mit einem so breiten Lächeln im Gesicht aufgestanden, dass ich mir gedacht habe, also vor 2 Jahren hättest du dir selbst noch am liebsten eine reingehauen, weil du so lächelt man doch nicht, so glücklich ist man doch einfach nicht, nur wenn man gerade aufsteht. Und ich habe auch natürlich noch andere Entwicklungen gemacht. Ich bin
ich bin in vielen Punkten auch ein bisschen selbstständiger geworden. Natürlich gibt es noch viele Punkte, wo ich sagen muss, das kann ich noch nicht alleine, aber ich bin jetzt auch nicht mehr so unfassbar unselbstständig. Ich habe ja sehr lange wirklich, ich bin noch mit 19, bin ich praktisch meiner Mutter hinterher gewatschelt wie die Ente hinter der Mutti-Ente. Wie das Küken hinter der Mutti-Ente, so rum heißt das Wort. Und ja, ich habe mich irgendwie auch nie selbst alleine rausgetraut. So dieses, ja, diese Welt da draußen ist so kompliziert, sie macht mir so viel Angst, weil da sind so viele Menschen, die so viel anders sind als ich. Die sind einfach nicht optisch, sondern einfach so die haben alle Gefühle, die wollen alle kommunizieren, die mögen alle Körperkontakt. Und was, wenn es dann auch noch anfängt zu regnen? Das waren wirklich so diese Gedanken, die mir früher durch den Kopf gegangen sind, wegen denen ich auch teilweise einfach nicht aus dem Haus wollte. Und irgendwie war ich auch immer eher so dieser Mensch, ich habe solche Sachen gesagt wie, ich wünschte, ich könnte mal irgendwann dies und das und jenes. Und gemacht habe ich dann im Prinzip nie was. Ich meine, ich war wirklich so dieses Hauptsache, ich plane es, 5-mal drüber nachgedacht, aber umgesetzt muss man nicht. Und es hat mich immer so genervt, auch an mir selber, dass ich immer so viel mir vorgenommen habe, so viel mir gewünscht habe zu tun, aber so wenig getan habe. Aber dann vor einem ja, bin ich an Silvester im Bett gelegen und habe zu meiner Mama gesagt, so, Mama, mir reicht's. Ich höre jetzt endgültig auf mit diesem immer alles, ich wünschte, ich würde dies und das jenes tun, sondern ich werde es jetzt einfach so tun. Ich will jetzt einfach, egal ob es mich dabei auf die Nüschel haut, egal ob ich dann 10 Overloads in der Woche habe, egal, ich will jetzt einfach nicht mehr ständig Angst haben müssen davor, was kommt, wenn. Sondern ich will einfach jetzt anfangen, die Dinge zu tun. Und wenn dann irgendwas doof gelaufen ist, gut, dann bin ich auf die Nase geflogen, dann hat es wehgetan, aber dann steht man auf und macht weiter. Und ja, das war so meine größte Veränderung, mein größter Vorsatz. Und ich habe das dann auch durchgezogen. Ich weiß, es gibt viele Leute, die nehmen sich viel oft Dinge vor und sagen dann, ich will das tun, ich möchte das dann machen, aber schaffen es dann nicht. Weil ich finde, das Interessante bei Veränderungen ist, es gibt ja viele Arten von Veränderungen. Du kannst dich verändern in dir selber und du kannst dich verändern mit großer Ansage, großem Getöns und dann am Ende doch wieder nicht dich verändern. Also als Beispiel, du nimmst dir vor, ich möchte ab jetzt optimistischer sein und dann fängst du an mit ein paar Tagen, bist du dann total der Optimist und alle Leute denken sich, ja, scheint zu funktionieren. Aber dann irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, wo du dann plötzlich wieder so einen Moment hast, wo du dann zu irgendeinem sagst, nein, die Welt ist doch furchtbar. Und es ist einfach so, die Frage, wenn man sich verändern möchte, ist nicht nur, möchte ich mich verändern, sondern auch die Frage, kann ich es? Kann ich es nach meinem jetzigen Stand, wie ich jetzt gerade bin, wirklich auch durchziehen? Bin ich jetzt jemand, der sagt, ich verändere mich heute wirklich grundlegend in vielen Punkten und bin dann, sagen wir mal, ja, ich bin dann auch wirklich verändert im Sinne von, ich bin dann optimistischer, ich bin dann aktiver oder ich verändere irgendwas an meinem Leben. Ich bin weniger kindisch. Es gibt ja auch Leute, die sich vornehmen, weniger kindisch zu sein. Mache ich nicht. Ich bleibe kindisch. Bis ans Ende aller Tage. Ich möchte einfach mir diese Kindlichkeit behalten. Weil ich einfach finde, das macht mich auch ein bisschen aus. Ich bin keiner dieser... Ich werde nie richtig erwachsen. Ich bin so ein bisschen Peter Pan. Und das finde ich einfach... Das macht mich auch... Das bin einfach ich. Und wenn ich anfange zu überlegen, mir das nicht mehr zu sein, dann glaube ich, natürlich werde ich erwachsener, aber so ganz erwachsen will ich nie werden. Weil es ist irgendwie so, dann nicht mehr ich. Und ja, gut, aber die Frage, die sich eben stellt, manche nehmen sich das, wie gesagt, vor, ich möchte jetzt weniger kindisch sein, ich möchte viel ernsthafter sein, ich möchte viel mehr von mir sein. Und dann am Ende schaffen sie es nicht, weil es eben einfach nur nicht so weit sind. Und ja. Da finde ich einfach auch das Wichtige, man sollte nicht nur wissen, ob man sich verändern kann und ob man es verändern will. Und man kann es immer ansagen, wenn man sich verändern möchte.
Aber ich möchte einfach auch sagen, es ist gut, wenn man dann dem anderen keinen Vorwurf daraus macht, wenn es nicht klappt. Gut, das war eigentlich alles, was ich zu diesem Thema zu sagen hatte, weil ich bin schon wieder bei 10 Minuten und ich will meine Videos etwas kürzer halten. Echt schwierig. Das ist mein Vorhaben, wo wahrscheinlich nicht so gut klappen wird. Aber wir wollen nicht vergessen, unsere Querdenker-Frage. Also, fix eine Frage gezogen. Und zwar... Ja... Elfen. Okay, das ist lustig. Gut. So, damit niemand die Antwort lesen kann, bevor es ist. Zwei Elfen tauschen sich per Brief aus. Damit die böse Hexe die Botschaften nicht lesen können, die bösen Hexen die Botschaft nicht lesen können, werden sie in einem Kästchen teleportiert. Das Kästchen kann mit zwei magischen Vorhängeschlössern verriegelt werden. Eines hat die Südelfe, eines die Nordelfe. Aus Sicherheitsgründen hat jede Elfe nur den Schlüssel für ihr eigenes magisches Schloss. Wie kann die Südelfe eine Botschaft an die Nordelfe senden, ohne dass eine der bösen Hexen an den Brief kommt? Hier zeige ich euch jetzt noch die Frage. Ja, gut, spiegelt etwas, aber gut, ja. Okay. Jeder, der es jetzt nicht gereicht hat, kann einfach nochmal zurückspulen und dann auf Pause drücken. Und ja, ihr bekommt am Freitag dann die Antwort auf die Frage. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zum Thema Veränderung denkt oder was denkt ihr, wie lösen die Elfen dieses Problem. Also, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir auf Twitter schreibt oder auf Facebook oder eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Entschuldigt. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wundervolle Zeit. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin. Tschüss.